Ja, hallo, mein Name ist Sixten Dittus. Ich bin beruflich Arzt in der Chirurgie tätig und ich habe mich hier für dieses Seminar deswegen angemeldet, weil ich einfach meine Lernkapazität und meine Art von Lernen verbessern wollte, um dadurch wesentlich mehr Stoff in kürzester Zeit für längeren Zeitraum im Kopf zu behalten. Das war der erste Grund. Der zweite Grund ebenfalls, mein Lerntempo deutlich zu steigern. Das sind eigentlich die wesentlichen Motivationsgründe, mich für dieses Seminar hier anzumelden und daran teilzunehmen. Anfangs hatte ich doch etwas Sorge, dass der Stoff, der hier angekündigt worden ist, in diesem Zeitraum sehr geballt auf einen einprasselt und dass man nicht mitkommt, was überhaupt nicht der Fall war. Ich fand es jede Minute einfach sehr entspannt, die Zeit ging sehr schnell um, ohne dass ich eine besondere Belastung gemerkt habe, eine geistige Belastung, und habe dabei eine ganze Menge mitgenommen und nebenher sozusagen gelernt, wie ich wieder richtig lernen kann, ohne dass mir der Schädel am Ende gebrummt hat. Und für mich persönlich habe ich doch gelernt, wie einfach Lernen doch sein kann. Also was ich jetzt regelmäßig machen werde, ist auf jeden Fall diese Mindmaps einsetzen und wie ich strukturiert an einen Text rangehe, an ein Fachbuch rangehe, um mir Fakten besser merken zu können, so wie wir es in dem Seminar gelernt haben. Und zum anderen natürlich das schnellere Lesen von Büchern. Erster Linie natürlich eine Menge Zeitersparnis und natürlich wesentlich mehr Spaß wieder, sich überhaupt mit Lernen als Thematik zu beschäftigen, beziehungsweise das Lernen wird nicht mehr als was Schwieriges, als was Böses, was Unangenehmes empfunden, sondern es läuft sozusagen nebenher. Ich denke, dass ich einfach wesentlich mehr Informationen auch unterbewusst besser aufnehmen kann, ohne einem Druck ausgesetzt zu sein und zu sagen, oh, Lernen ist schlecht, Lernen ist macht keinen Spaß. Und dementsprechend mich natürlich beruflich, privat von den Interessen her einfach vergrößern kann, von meinem Horizont, von meinem Wissen, Persönlichkeit eventuell sogar auch.